Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Gunshot, auf dem Gulen-Gipfel in Battlefield 4 China Rising DLC zurzeit. Und es geht direkt, naja, eher schlechter als direkt los. Ein Kill und ein Tod. Mal schauen, wie das weitergeht. Ah, sehr geil. So, jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen viel Action. Einfach mal doof Granaten raushauen und versuchen, dass es hilft. Den haben wir. So, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, das geht hier noch ein bisschen weiter gleich. Das ist jetzt ungünstig. Nachladen im richtigen Moment. Einwandfrei. So. Kurz runter. Ja, direkt zum Einstieg natürlich keine Verschnaufspause. Wie sollte es auch anders sein? Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir das hier vielleicht noch ein bisschen halten. Jetzt gerade sieht es schlecht aus. Haben immer noch hohe Feindaktivität hier. Der will nicht sterben. Der rennt immer noch. Das ist doch nicht der Ernst. Sehr geil. Paradox. Das war mir auch ein bisschen paradox gerade hier. Naja. Oh. Unser Squadleader lebt noch. Hohe Feindaktivität, das war's. Konnte leider nicht mehr rechtzeitig einsteigen. Direkt in den Heli und weitermachen. Gucken wir mal, ob wir was geregelt kriegen. Hier springe ich doch direkt raus. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie überlebe. Haben wir. So. Jetzt ein Medikit von hinten und dann bin ich glücklich. Das wäre natürlich zu viel gewesen. Moose Piss. Ja. Mich pisst das auch einmal, Freunde. So, gehen wir erstmal in andere Gefilde. Schauen wir mal kurz hier hinten hin, hier ist auch viel los. Nicht, dass ich gleich wieder spawne und gleich wieder verreckt, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Schade um die KD. Aber in erster Linie geht es natürlich um den Spielspaß. Wie gesagt, wir sind hier auf dem Gulen-Gipfel. Den habe ich noch nicht so oft die Map gespielt hier. Kenne mich also nicht ganz so gut aus. So. Ja, das war ein doofer Zufall jetzt. Muss natürlich oben von oben runterkommen. Und wieder reanimiert. Also irgendwie haben sie uns hier gerade ein bisschen unter Kontrolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit 20 Health macht sich da nicht viel. Er rennt wieder rein. Ich traue mich nicht so ganz nach außen zu gucken. Letztes Squad-Mitglied. Field Upgrades haben wir eh nicht. Ja, wie gesagt, mit der APK 12 unterwegs. Zweifacher Verstärker-Zoom drauf. Und die Mündungsbremse jetzt. Macht sich zwar nur geringfügig bemerkbar. Aber besser als gar nichts. So, hier scheint jetzt gerade kurz Ruhe eingekehrt zu sein. So, und hab natürlich direkt einen Sniper irgendwo im Nacken. Ich hoffe, der ist glücklich. Schauen wir mal, wo er sich rumtreibt. So, den haben wir. Hat zwar einen von uns gelegt, aber die Rache ist unser. So, da kommen jetzt wieder welche. Schauen wir mal, von wo wir rangehen. Er braucht jetzt schon wieder Munition. Kurz weg hier, das wird zu brisant. Na komm raus aus deiner Hütte. Den habe ich. So. Wieder nachladen gehen. Da hinten steht auch noch einer. Ach komm, bitte.
Da kam der Granatwerfer zum Einsatz und hat mich direkt ein wenig überrascht. Aber meine Freunde, es geht weiter. So einfach geben wir uns nicht geschlagen. Ich hoffe natürlich jetzt wieder nicht direkt umzufallen. Das ist natürlich immer so ein Ding. Ich sag am besten dem Feind Bescheid, dass ich kurz ein Let's Play mache und dann geht das auch schon wieder ab. So, gut, der hat mich jetzt gesehen. Kontraproduktiv. Und er ist immer noch die ganze Zeit mit seinem Granatwerfer hier unterwegs. Junge, Junge. Wo liegst du denn? Unter der Map, mein Freund? So, einer aus unserem Squad noch da. Gut, das war jetzt wieder kontraproduktiv. Ich bin jetzt gleich schon wieder down. Puh. Och, und da auch noch einer. Das waren noch nicht mal die drei da vorne. Naja. Es ist ja nur fair jetzt gewesen. Ist ja, war ja nur fair jetzt. 4 gegen 1. Im Krieg, ich weiß, ja. Da interessiert es nicht, wie viel auf einen laufen, aber ein bisschen, weißt du. So. Und weiter geht's. Bei Echo steht jemand. Die wollen wir ein bisschen von hinten bearbeiten. Killhilfe, Killhilfe. Na komm. Na aber. Aber. So aber nicht. Und da kommt natürlich wieder einer von hinten. Egal wo du stehst, du wirst angegriffen. So gefällt mir das. Oh, hier geht's schon wieder mit dem Geflame los im Chat. Ich bin da nicht so der Typ für. Ich muss mich zwar öfter zusammenreißen, dass ich hier nicht allzu doll rumfluche. Aber das, ja, mit mir selbst sprechen so ungefähr, das ist natürlich auch nicht so einfach. So, wo haben wir dich? Da haben wir dich. Da hatten wir dich. So, hier haben wir noch so einen Kandidaten in der Ecke. Das machen meine Teammates. Mein Squad hängt hier noch im Heli rum. Ja, es wird der Map natürlich auch immer dolle wichtig, dass die Leute auch direkt locaten und Q drücken, um die Leute zu markieren. Damit man dann natürlich sich nicht hier einkreisen lässt, beziehungsweise umzingeln lässt von denen. Macht sie immer blöd, irgendwo hinzulaufen, wenn. Wirst du von vorne und hinten beschossen. Macht sich schlecht. Am besten dann noch flankiert. Dann nützt dir auch das beste MG nichts. Der ist tot. Hier oben geht wieder übel die Action. Einfach mal stumpf eine Granate rein. Da will einer rechts rum. Ich versuche jetzt einfach mal. Hier unten geht was ab. Okay, den haben sie. Feindliche Rakete gestartet. So, den haben wir. Puh. Ja, Sniper ohne Ende. Mein Gott, macht sich immer super, wenn die Einschüsse so nah spürbar sind an einem. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt aufstehe, direkt einer in der Backe habe. Ja, wir rennen hier einfach nochmal ein bisschen um den Berg rum und hoffen, dass hier vielleicht die Lage etwas entspannter ist. Da hinten läuft was. Sniper hier. Okay, jetzt vorsichtig, müssen wir mal gucken, was wir hier haben. So, rechts sind noch zwei. Ob wir die flankieren können, schauen wir mal. Oh, ist schlecht, hier ist der Tunneleingang. Hier müsste eigentlich jetzt noch irgendwo. Haben sie den auch? Ja, natürlich sehr praktisch. Gut. Ja, ging nicht auf meine Kappe. Das ist relativ egal. So, wir werden hier schon mal beschossen. Schauen wir mal kurz nach, was abgeht. Mein Squad hängt bei G. Bei B ist viel los.
mal hinschauen, lieber. Oh, heute ist Granatenwetter, ihr Ärsche. Ich will jetzt gerade nicht viel bringen. Aber mein Squad ist hier. Von daher könnte das ja ganz gut sein hier. Schauen wir mal, ein paar Punkte zu kriegen. So, er als Sniper, ich renne mal ein bisschen vor. Um mal ein bisschen ein paar Leute zu locaten, wenn es funktioniert. Natürlich auf meinen Arsch so ein bisschen selber aufpassen. Mein Gott. Boah. Bitte. Das war mal arschknapp. Das kannst du keinem erzählen. Hat er mich nicht gesehen oder was? Heiliger. Ja. Kann nicht immer klappen. Da ist die Map dann auch gleich schon wieder zu Ende. Schade eigentlich. Naja, ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Und das geht natürlich bald wieder weiter mit einem neuen Let's Play von mir. Bis dahin wünsche ich euch was und danke euch fürs Einschalten.